Willkommen zurück bei Denkplan. Ich bin Melina und in diesem Video gehen wir die zweite Ebene von Denkplan an. Das Portfolio. In dieser Phase geht es darum, Initiativen für eure strategischen Handlungsfelder zu definieren. Legen wir doch gleich los. Wir befinden uns in der Strukturansicht deiner Karte, wo wir als letztes deine strategischen Handlungsfelder definiert haben. Klicke nun oben in der Rubrik auf Portfolio. Hier sind nun all deine definierten Handlungsfelder aufgelistet. Bevor wir nun aber Projekte oder eben sogenannte Initiativen definieren, müssen wir noch Priorisierungskriterien für dein Unternehmen oder dein Team bestimmen. Klicke dafür auf Einstellungen. Schreibe hier deine Kriterien hinein. Beispiele für Priorisierungskriterien können sein Kundenrelevanz, Wettbewerbsvorteile oder Umsatzpotenzial. Zusammen mit deinem Team könnt ihr dem entsprechenden Kriterium noch ein Gewicht in Prozent geben. Hier beispielsweise hätte Kundenrelevanz ein höheres Gewicht als Wettbewerbsvorteile. Definiere danach deinen Planungshorizont. Wie viele Tage entsprechen deinem kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zielen? Jetzt können die Initiativen bestimmt werden. Klicke dafür in eines der Handlungsfelder auf das Plus. Schreibe hier einen Titel und eine Erläuterung des Vorhabens auf. Bewerte anschließend, wie hoch die Priorität dieser Initiative ist, anhand deiner Priorisierungskriterien. Zum Schluss muss nur noch die Verantwortlichkeit geregelt und ein Fälligkeitsdatum gewählt werden. Bei Bedarf kannst du auch noch Tags verwenden. Tags sind eine Art Kategorisierung. Beispielsweise kannst du hier einen gewissen Themenbereich oder eine gewisse Zielgruppe erwähnen, damit du zu einem späteren Zeitpunkt diesen Tag gezielt herausfiltern kannst. Um die Initiativkarte im Portfolio zu verschieben, halte deine linke Maustaste hier bei den 6 Punkten gedrückt. Bei den 3 Punkten hier rechts kannst du noch detailliertere Infos zum Projekt geben. Die Basics haben wir bereits festgehalten. In der Projektbeschreibung kannst du neben einer kurzen Erklärung noch den Nutzen und die Ziele festhalten. Ebenso kannst du noch ergänzen, was nicht Teil des Projektes sein soll. Auf der zweiten Seite kannst du noch weitere Angaben machen, wie Lieferobjekte, benötigte Personentage und den Cash-out. Auch die Fälligkeit der Initiative kann von hier noch angepasst werden und optional ist eine Angabe zur Projektgröße. Falls du ein Dokument mit allen Infos zu einer Initiative ausdrucken möchtest, klicke hier auf Übersichtsseite PDF. Gibt es Initiativen, die miteinander in Verbindung stehen? Dann verlinke die Initiativen unter Link zu einem Projekt. Gib hier den Namen einer anderen Initiative an und vernetze die beiden so miteinander. Fahre so mit all deinen Handlungsfeldern fort. Am Ende hast du eine Übersicht über alle Initiativen. Die kurzfristigen Projekte sind zuoberst. An der Zahl im Kreis erkennst du, wie hoch die Priorität eingeschätzt wird. Je höher die Zahl, desto höher die Priorität. Mit dem Filter kannst du die Initiativen manuell nach Priorität oder Fälligkeit sortieren. Möchtest du alle Initiativen auch physisch für dein Kanban an der Bürowand haben? Klicke hier auf Drucken und wähle dein gewünschtes Format. So schnell und einfach haben wir unser Portfolio aufgebaut. Im letzten Video widmen wir uns dem Kanban. Hier erhältst du und dein Team den vollen Überblick über eure laufenden Projekte.